Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir möchten einmal hier bei der A-Klasse A170 66 kW Baujahr 2001 W168. Bei denen möchten wir einmal den Innenraumfilter wechseln. Warum? Weil wir ihn wechseln wollen. Und ja, beziehungsweise Wechselintervall ist erreicht, der muss gewechselt werden. Wechselintervall für so einen Innenraumfilter ist zu empfehlen, alle 30.000 oder ein Jahr das Ganze zu wechseln. Und ja, das möchten wir machen. Und ich würde sagen, los geht's. Wir benötigen einen Kreuzschraubendreher und schrauben hier alle Kreuzschrauben einmal ab. Wenn das Ganze jetzt nach oben klappen. So, dann schrauben wir mit so einem kurzen Kreuzschraubendreher diese Schrauben hier einmal ab. Müssen wir hier noch einmal auf der Seite eine Kreuzschraube abschrauben und auf der anderen Seite die Kreuzschraube. Also man hätte jetzt die Möglichkeiten, den jetzt schon so zu wechseln, aber fürs Video müssen wir den Rahmen schon ein bisschen mehr abnehmen. Also man würde hier schon durchkommen und man könnte den Innenraumfilter so rausbekommen. Hier habe ich ihn auch schon fast. Beziehungsweise wir können den so wechseln, aber ihr werdet jetzt nicht viel sehen. Aber für die Leute, die dieses Video angucken, ihr kriegt den Innenraumfilter jetzt schon hier so raus. Ja. Machen wir ein bisschen rumfummeln und dann ist er schon draußen. Ja. Setzen aber jetzt wieder rein. Dann machen wir die zwei Wischerblätter noch ab und dann können wir das Ganze weiter hochheben. Rücken wir die Kappe hier einmal hoch. 13er. Das Ganze einmal abschrauben. Und jetzt das Ganze einmal hochklappen und einmal wackeln, dann haben wir schon. So, das gleiche auf der anderen Seite, einmal hochklappen mit einer 13er Nuss. Und einmal hochklappen. Dann haben wir das Ganze ab. Wenn wir das Ganze hier jetzt auch einmal hochheben. So. Das reicht dann auch. Und wie wir sehen, wurde das Ganze schon sehr lange nicht mehr gewechselt. Ne? Meine Güte. Und das atmet man durch. Da atmet man durch. Ja, und dann können wir das Ganze wieder einsetzen. Und rückwärts wieder zusammenbauen. So, und dann natürlich auch darauf achten, wenn ihr das Ganze hier voll mit Dreck habt, das Ganze natürlich sauber machen. Ja, da fliegt das Ganze raus. Nur ich puste das gleich einmal alles aus und weiche das mit Wasser auf, damit das nicht in die Kamera fliegt. Deswegen achtet darauf, ob ihr irgendwo Blätter habt. Das Ganze schön sauber machen, wenn ihr schon mal die Möglichkeit habt, das denn so weit abzumachen. Und wenn man das Ganze dann wieder reingefummelt hat, das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Thank you.
So, und so könnte man das Ganze bei der A-Klasse den Innenraumfilter wechseln. Das Ganze wurde dann bei dem nächsten, bei dem neueren Modell von der A-Klasse wurde das geändert, dass da oben einfach nur so ein Schlitz ist. Das kann man, klappt man auf, neuer Innenraumfilter rein. Aber hier leider nicht. Hier muss das Ganze einmal raus. Bisschen aufwendig, ist aber machbar. Und ja, von daher wichtig, den Innenraumfilter gibt es in unterschiedlichen Arten, beziehungsweise es gibt den einmal in Papierform, Aktivkohlefilter und biofunktionaler Filter. Das sind so die drei Unterschiede, deswegen wundert euch nicht, der Kauflink unten, das sind drei unterschiedliche Innenraumfilter, unterschiedliche Materialien, wie gut die filtern. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.